Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's allen gut, meine Freunde. Bevor ich dieses Video jetzt beginne, habe ich noch einen wunderbaren Hinweis für euch. Vielen von euch ist sicherlich aufgefallen, dass sich mein Intro geändert hat zu einer kleinen musikalischen Darbietung, die mit unserem Künstlerkonzept Not So Cool Music zu tun hat. Und viele von euch wissen vielleicht, dass ich am Bootshaus und einem anderen Club schon aufgelegt habe mit meinem Kollegen. Und jetzt, meine Freunde, ist ja quasi ersichtlich, dass da bald was von uns kommt. Und dementsprechend darf natürlich einzig fehlen, und zwar Festival Bookings. Und ich darf jetzt ganz stolz verkünden, meine Freunde, dass wir auf einem Festival gebucht worden sind. Hätte ich tatsächlich niemals mit gerechnet. Und zwar für das Sonne-Mond-Sterne-Festival, welches vom 10. bis zum 12.08.2018 in der Nähe von Erfurt und Jena stattfindet. Wir haben auf jeden Fall ein richtig krankes Line-Up bei dem Festival. Axel und Grosso, David Guetta sind da, wer ist hier noch? Hardwell, Marshmello, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, richtig fette Namen und natürlich unter anderem wir. Und zwar werden wir am 12.08.2018 auf dem Partyboot auflegen. Ich habe mich da versprochen, ich meine den 11.08.2018 auf dem Partyboot, Leute. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben, meine Freunde. Und was wäre ich für ein Mensch, wenn ich dafür nicht noch einen Mehrwert für euch rausschlagen könnte. Und zwar verlosen wir momentan 2x2 Tickets für das Festival und das ist nicht alles. Denn mit diesen 2x2 Tickets habt ihr nicht nur Zugang zu diesem wunderschönen Festival, meine Freunde, könnt ihr das komplette Line-Up gönnen. Nein, ihr habt auch ein exklusives Meet and Greet mit mir und meinem Kollegen. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt so wertvoll für euch ist, aber ich glaube, ihr freut euch auf jeden Fall drauf. Und wir können auf dem Partyboot Bilder machen, wir können auf dem Partyboot Videos machen, wir können auf dem Partyboot Party machen, wie man das auf so einem Partyboot auch eigentlich macht. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist so denkbar einfach, dass ihr das auf jeden Fall alle hinbekommen solltet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum unbedingt ihr auf dieses Festival wollt, warum ihr uns unbedingt treffen wollt, was eure Verbindung zu eventuell diesem Festival oder zu unserer Musik ist. Und dann werde ich zwei Glückliche von euch mit 2x2 Karten bescheren und dann treffen wir unseren 12.8. auf dem Sonne-Mond-Sterne-Festival. Ja, wie gesagt, 11.8.2018. Eine Woche später werdet ihr dann, wie gesagt, von uns kontaktiert und ich würde sagen, das war's dazu und jetzt beginnen wir mit dem Video. Ja, und das heutige Video könnte nicht passender gewählt sein, meine Freunde. Es geht um Facepalms. Thomas, Facepalm auf jeden Fall dafür. Erstmal, dass du gerade im Hintergrund einfach in meinem Video mal wieder rumgelaufen bist. Großen Applaus auf jeden Fall an dich. Wieso arbeitest du nicht und isst gerade? Mittagspause war schon. Hör einfach auf. Wir haben uns mal wieder ein bisschen im Internet und gerade auf Reddit umgeguckt, meine Freunde. Es gibt ein sehr interessantes Subreddit mit dem Namen /rfacepalm. Und hier mache ich gerne nochmal Werbung für mein Subreddit. Kommt auf jeden Fall rein, meine Freunde. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal, was Männchen alles so Dummes machen können, damit man sich einen verdammten Facepalm gibt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein mit dem ersten Bild. Und zwar haben wir hier: Hey, at UPS, your driver left his package under the doorknob like this and trapped us in our apartment. I had to call him Manscaped. Alles klar, auf jeden Fall. Da hat der Typ von UPS scheinbar das Paket einfach mal unter die Türklinke geballert und die Leute sind dann in dem Apartment quasi eingesperrt gewesen und der Hausmeister musste kommen, um das komplette Ding dann zu lösen. Auf jeden Fall eine reife Leistung. Ich weiß auch nicht, wie man so dumm sein kann und etwas derartiges einfach abziehen kann. Ich meine, das ist doch das Offensichtlichste, dass wenn sich Menschen in diesem Apartment befinden sollten, generell die Frage, wieso hat der Fahrer nicht einfach wieder geklopft oder geklingelt und die Tür aufgemacht? Nein, stattdessen hat er es einfach unter die Türklinke geklemmt und die Leute in ihrem Apartment gefangen genommen. Ist auf jeden Fall ganz nice, kann man auf jeden Fall machen. Fetten Facepalm auf jeden Fall an dich. Komm mir so dumm vor, Leute. Facepalm war 2012. Wieso mache ich das überhaupt hier? Nächstes Video. The Flat Earth Society has members all around the globe. Ja. All around the globe. Eine sogenannte Gesellschaft von Menschen, die an die flache Erde glauben, an eine Scheibe als Erde, haben Mitglieder um den ganzen Globus herum. Um den ganzen Globus herum. Bei einer Scheibe. Physicsastronomy.com sagt, sag das nochmal, aber langsam. Das sollte eigentlich auffallen, dass die eigene Theorie mit einem einfachen Sprichwort schon widerlegt werden kann. Hier haben wir da hier haben wir einmal ein Kissen für die französische Flagge, was natürlich 16 Euro kostet, und einmal für die niederländische Fahne, was natürlich nur 10 Euro kostet. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein und das gleiche Kissen, aber nur gedreht. Nein! Ist es nicht, Leute, denn wenn man ganz genau hinguckt, ist es komplett das gleiche Kissen, einfach nur gedreht. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wieso kaufe ich nicht einfach das holländische Kissen und lasse das französische Kissen links liegen und drehe es einfach auf der Couch. Und generell, wenn ich so ein Kissen kaufe und ich bin Holländer und ich habe mein Kissen falsch auf der Couch liegen, bin ich dann automatisch Franzose oder wie funktioniert das? Ja, fetter Facepalm auf jeden Fall an der Stelle dafür. Probably the best place to put the author's name. Brown Kids are... Okay, der Autor des Buches heißt Brown, also Braun, und Kids are Weird ist der Name des Buchs. Kinder sind seltsam, heißt das Buch quasi, und der Autor heißt halt Braun. Das wäre im Deutschen ungefähr so, braune Kinder sind seltsam. Funktioniert tatsächlich im Englischen deutlich besser, aber ich glaube, das hätte man sich im Layout vorher überlegen können. Es ist nicht ganz so passend gewählt, gerade wenn es ein Buch über oder für Kinder ist, weiß ja nicht. Hier haben wir einen wunderschönen Tweet von Certified Fool. This woman was about to miss the train, so she threw her bag to stop the doors from closing her bags on the train, she's not.
Mein Gott, okay. Nochmal ganz kurz zur Übersetzung für euch, meine Freunde. Das ist eine Frau, hat versucht, den Zug aufzuhalten, indem sie ihre Tasche zwischen die Türen geschmissen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ihre Tasche ist einfach ohne sie weggefahren. Hat sie jetzt eigentlich an der Stelle nichts davon gehabt, denn erstmal ist ihre Tasche weg und zweitens hat sie ihren Zug nicht bekommen. Vielleicht sollte man das einfach lassen, wenn man das nicht kann. Bill Gates, the richest person on the planet, is also the richest man in Washington. Was? Was? Der reichste Mann der Erde ist gleichzeitig auch der reichste Mann in Washington? Bitte was? Okay, das ist ja verwunderlich, dass da, wo er wohnt, er auch gleichzeitig der reichste Mann ist. Ich hätte gedacht, dass der reichste Mann der Erde einen etwas reicheren Kollegen in Washington hat, wo er selber wohnt. Komplett sinnvoll. Wahnsinn. Tolle Recherche, Forbes. Super Headline. Ganz klasse, ganz klasse. Try more carefully next time before photoshopping weights. Ja, moin, man kennt es. Das bin auf jeden Fall ich im Gym, meine Freunde. Einfach mal hier ein paar Gewichte draufgepackt. Ungefähr vier Stück sogar hat er draufgeballert. Und nochmal eine fette Scheibe. Und im Spiegel sieht man halt das Originalgewicht. Aber man musste seiner Verteidigung sagen, dass er das hier vorne relativ gut gemacht hat. Nur man hätte dann eventuell im Spiegel auch drauf achten sollen, dass da eventuell dann das Originalgewicht zu sehen ist. Großen Respekt an diesen jungen Herrn, der sich tatsächlich dann einfach mal gedacht hat, ja, ganz ehrlich, ich flex jetzt hier mal ein bisschen. Wie gesagt, wenn man dann mal photoshoppt, dann sollte man es auch richtig machen, wa? When the traffic jam is actually a parked car. Oh nein, die stehen alle hinter einem geparkten Auto. Oh mein Gott, Leute, ich habe da selber eine Situation zu. Das ist mir auch schon mal in Berlin passiert. Da bin ich mit meinem Auto rumgefahren. Und ich stehe an der Ampel und denke mir so, okay, wieso fährt dieser verdammte Penner vor mir nicht? Bis mir dann auffällt, dass dieser verdammte Penner einfach an der Ampel geparkt hat und ich mir so dachte, alles klar, hinter mir stehen ungefähr 400 Autos und hupen und ich hab's nicht gerafft. Ich meine, es scheint ja auch normal zu sein, dass man einfach an einer Ampel steht, aber hier kann man tatsächlich ganz gut erkennen, dass das ein geparktes Auto ist und im Regelfall sollte dann dieser Kerl hier vorne vielleicht einfach mal die Augen aufmachen und von seinem verdammten Smartphone hochgucken und einfach weiterfahren, ne? Aber Respekt auf jeden Fall dafür. Die Menschheit geht auf jeden Fall, wie ich es immer gerne sage, den Bach hinunter. Touching wires causes instant Death. 200 Euro. Wer kennt's nicht, meine Freunde? Wenn man das Kabel anfasst, stirbt und dann noch 200 Euro Strafe zahlen muss. Natürlich, man kennt das, Leute. Passiert mir auch regelmäßig. Ja, hier nehmen wir vielleicht zur Übersetzung. Wenn man das Kabel anfasst, stirbt man sofort. Instant Death, ja. Und man muss noch 200 Dollar Strafe zahlen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr liegt quasi da, schon tot, so ein bisschen angebrutzelt vom Strom. Und dann kommt der Bahnmitarbeiter und zieht euch nochmal 200 Euro aus der Tasche, beziehungsweise 200 Dollar. Auf jeden Fall ein geiles System, dass man bestraft wird, wenn man schon tot ist. Nice. Als wäre es nicht genug zu sagen, okay, wenn ihr dieses Kabel anfasst, sterbt ihr. Nein, man muss nochmal dazu sagen, dass es Geld kostet, weil dann fasst es erst keiner an. Weil das Verlangen natürlich daran zu fassen, wenn man stirbt, viel zu groß ist. Alles klar. I don't have another camera other than this phone's camera, so I take a pic just to use my hand to show the height and width. Use some... Der Typ hat versucht, sein Handy zu verkaufen und hat keine Möglichkeit, das Handy zu fotografieren und geht einfach hin und hat nicht mal ein Bild angehangen, was man aus dem Internet hätte suchen können. Nein, er nimmt einfach seine Finger und benutzt seine Finger als Maßeinheit dafür, wie groß das Handy ist. Abgesehen davon, dass man sich hätte vielleicht ein Handy leihen können, das Ganze mit einem Spiegel hätte fotografieren können oder auch einfach ein verdammtes Bild aus dem Internet zu suchen. Nein, dieser Vollidiot geht hin und nimmt seine Hände dafür. Ich fühle das, ich mache das auch immer so, wenn ich was verkaufen möchte. Hard to believe that the Earth is about to be 2017, ja. Oh Gott, oh Mann, Alter. Oh, ist die Menschheit wirklich so dermaßen dämlich? Meine Güte. Ja, ganz klar, alle wissen, dass die Erde 2018 Jahre momentan alt ist, denn wir feiern natürlich damit nicht irgendwie das Geburtsjahr Jesus Christus, sondern das generelle Alter unserer Erde. Und alle wissen natürlich, dass es keine Geschichte vor dem Jahr Null gab, denn die Jahre vor Christus existieren de facto nicht. Es gab keine Steinzeit, es gab keine Kupferzeit, es gab keine Römerzeit, es gab das alles gar nicht. Es ist alles eine riesige, riesige Lüge. Mann. Crazy how nature make that. Oh mein Gott, Alter. Das ist der Round... Das ist der Round Rushmore. Hier sehen wir den Round Rushmore, meine Freundin. Mount Rushmore, hab ich doch gerade gesagt. Halt den Mund, verdammt! In einem amerikanischen Nationalpark. Ich weiß gerade nicht. Ist, glaube ich, der Rushmore Nationalpark. Keine Ahnung. Und da schreibt jemand drunter. Krass, dass die Natur sowas Schönes formen kann. Ja. Ich fühle es auf jeden Fall. Ich meine, wer kennt's nicht, wenn der Regenfall zufälligerweise genauso den Berg runterläuft, dass es ausnahmsweise ganz zufällig die Köpfe von 4 amerikanischen US-Präsidenten formt. Ich weiß auch nicht, aber die Natur ist wirklich ein Wunderwerk. Absolut krass. Mann, Alter, ich fühle mich so dermaßen dumm. Get this post 50 likes for a face reveal. Bruder, da ist links ein Spiegel. Man sieht dein Gesicht. Aber ich hoffe trotzdem für dich, dass du deine 50 Likes bekommen hast, weil das gönne ich dir. Das gönne ich dir
von Herzen. Ja, Leute, da sind wir schon wieder am Ende der Dummheitsstrecke angelangt. Besser ist das auch, denn ich kann es einfach nicht mehr handeln. Ich möchte mir auf jeden Fall jetzt wieder das Leben nehmen für diese ganzen dummen Menschen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal beim Subreddit vorbeischaut, Leute, und schreibt unbedingt einen Kommentar, wenn wir uns auf dem Sonne-Mond-Sterne-Festival treffen können, wollen, dürfen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt, meine Freunde. Schreibt mir in die Kommentare und ich lade euch dahin ein. Wir sehen uns dann hoffentlich am 12.8. Ihr habt's gehört, 11.8.2018. Dankeschön. Und da vor Ort am Partyboot, Leute, wird ein bisschen geraved. Bam, bam, bam. Folgt uns auf jeden Fall für Not So Cool Music in der Videobeschreibung bei allen Plattformen rein. Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Soundcloud, Spotify, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und tut mir einen Gefallen. Seid bitte nicht so dumm wie die Menschen in diesem Video. Alles klar, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.